fahr mal hier rein. So, endlich angekommen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mit dem Mustang. Den Mustang, den kennt ihr als Langvideoform noch nicht. Den haben wir nur auf Shorts und TikToks gezeigt. Aber jetzt seht ihr den einmal in YouTube-Form. Der Mustang ist von 2018, hat 460 PS, oder? 460 PS? Genau, 460 PS und es ist schon das Facelift-Modell. Aber der hat, soweit wir wissen, noch keinen Cut. Hat er nicht. Nein. Nee, kein OPF. Kein OPF. Kein OPF. Genau, Cut hat er, musste er leider haben, den können wir aber noch ausbauen. Nein. Aber OPF hat er nicht. Okay. Okay. Wir zeigen euch heute, was wir alles verändert haben. Wir fangen mal vorne an. Als erstes haben wir das Pony hier schwarz lackiert, weil hier ist alles hochglanzschwarz und das Pony war in Chrom und deswegen dachten wir uns, lackieren wir das. Wir haben einmal grundiert oder eher geschliffen, grundiert, lackiert und dann Klarlack. Hält bis jetzt noch immer ganz gut, ist jetzt ungefähr 2 Wochen her und ja, Steinschläge sind noch keine zu sehen. Dann haben wir weiter die Lüftungseinlässe oder eher Fake-Lüftungseinlässe, weil es sind ja keine richtigen, weil hier ist alles zu, hier kommt keine Luft rein oder hier kann keine Luft durch. Die sind von Rouge. Und Rausch? Nee, Rouge. Rouge. Ich glaube Rouge. Ist egal. Ja. Auf jeden Fall werden die geklebt und geschraubt. Wie wir das gemacht haben, könnt ihr aber auch in einem TikTok-Video sehen. So, vorne haben wir bis jetzt noch nichts verändert. Die Lippe und Sideskirt und so sind leider noch nicht da. Ach, die Lüftungseinlässe habe ich ganz vergessen. Die haben wir ganz vergessen. Die haben wir, die wollten wir erstmal folieren, aber dann dachten wir uns, versuchen wir doch einfach mal auch zu lackieren wie das Pony. Die haben wir dann auch angeschliffen und grundiert und lackiert und mit Klarlack. Die hatten die Farbe vorher wie die Motorhaube, also die ganz normale Autofarbe. Zeig mal hier die ganzen Effekte, die ganzen Metallic-Effekte, die sehen richtig heftig aus. Sieht man nicht? Ich glaube hier, wo die Sonne drauf scheint. Ich weiß nicht, ob man die so richtig auf der Kamera sieht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, das passt schon. Okay. Das passt. So, weiter geht's mit den Spiegelkappen. Die haben wir auch foliert, nicht lackiert, weil das sieht einfach viel, viel stimmiger aus mit den Lüftungseinlässen, mit dem Pony. Und wir wollen im Endeffekt auch noch das komplette Dach einmal schwarz folieren. Dann findet sich das Schwarz überall ein bisschen so wieder. Harmoniert ein bisschen besser. Genau, harmoniert ein bisschen besser. 5.0, die haben wir unterschlagen. Ach, stimmt. 5.0 ist natürlich auch neu, die war vorher in Silber oder in Chrom mit schwarzem Punkt, glaube ich, ne? Nee, war auch ein roter Punkt. Ein roter Punkt, ja, okay. Also Silber, Rot, Silber und jetzt ist es Schwarz, Rot, Schwarz. Harmoniert halt auch ein bisschen besser mit den ganzen schwarzen Akzenten. Hinten haben wir erstmal die Vauland Rückleuchten, bekommt ihr bei dbcustoms.de. Die sehen jetzt weiß aus, die sind aber in Wirklichkeit schwarz oder dunkel. Ein bisschen davor, nee. Kommt nicht rüber. Egal, ich blende euch einfach jetzt ein Video vom Abend ein, wie die aussehen. Und die roten sind ja eigentlich die originalen Rückleuchten von den ganzen US-Modellen. Aber wir dachten uns, rüsten wir auf schwarze um, sieht ein bisschen besser aus. Und wir hatten bis jetzt eigentlich bei jedem Auto schwarze Rückleuchten. Ja, du hast bei denen natürlich diese Laufblinker. Genau, die Laufblinker hat man auch. Blende ich euch jetzt auch nochmal ein. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, wieso haben wir jetzt hier nur ein Auspuffrohr und nicht zwei, weil es ist ja ein Facelift. Das Facelift-Modell hat immer zwei Auspuffrohre. Wir probieren jetzt aus, ob wir die Endrohre, ja, ob wir die schwarz lassen sollen oder Titanoptik oder Titan-Schwarz-Optik. Also wir gucken uns erstmal so durch. Genau. Wie die Sachen am besten aussehen. Silber finde ich nämlich übrigens auch nicht schlecht. Ja, weil aber schwarz sieht auch gut aus. Aber schwarz geht so unter. Genau, ne? Schwarz geht unter. Und vor allem, wenn wir irgendwann mal vielleicht noch die ganzen Sachen hier schwarz lackieren sollten, dann fallen die Endrohre halt gar nicht aus. Und vor allem auf Videos, auf Fotos, da ist einfach ein schwarzes Loch geht und fertig. Alles unter, ist doof. Genau. So, weiter geht's. Die Flaps hier sind auch von Rouge. Die sind einmal geschraubt. Oder nicht einmal, sondern fünfmal geschraubt sogar. Hier ist einmal eine Konterplatte drin, die wird von hinten eingesetzt und mit zwei Schrauben befestigt von unten. Dann haben wir noch eine Schraube hier unten und zwei Schrauben hier unten. Also das Ding ist wirklich fest und kann eigentlich oder kann nicht abfliegen, weil wenn es abfliegt, dann geht die ganze Stoßstange mit ab. So, hinten, ich glaube, du wolltest noch später das ganze Ding hier ersetzen, oder? Eine kleine Heckklappe. Ja. Eine kleine Heckklappe, also ohne GT. Und da sollte dann nachher ein Coyote-Emblem drauf, wo du dich ja so lustig drüber gemacht hast. Ja, also ich finde das nicht schön, das Coyote-Emblem. Könnte man nicht einfach das GT entfernen? Ist das nicht geklebt? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist geklebt. Aber ich weiß auch nicht, dann nachher, wie es im Nachhinein darunter aussieht. Ja, nicht, dass da zwei Löcher sind. Da müsste man das spachteln wieder und alles also neu machen. Erstmal eine clean Heckklappe.
weil da das ein GT ist, hört man definitiv. Muss jetzt nicht da stehen. Was ich richtig gut finde beim Ford oder beim Mustang, dass die Kamera hier so ist, weil die wird nicht schmutzig und ja, das ist einfach... kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall wird sie nicht so schnell dreckig wie beim Seat. Genau, und hier unten wird die ja noch schneller dreckig. Richtig. Und hier ist die halt gut gelegen, finde ich. Also weiß ich nicht, gefällt mir so. Und vor allem sieht es nicht scheiße aus. Ja, sieht gut aus. So, gehen wir mal nach innen. Hier hat eigentlich alles angefangen. Wir haben innen am meisten verändert bis jetzt. Opa, wir haben erstmal... Als erstes haben wir angefangen, die Leiste vom Armaturenbrett, also das Teil hier, das komplette, mit Carbonfolie zu folieren. Das sah leider aber nicht so gut aus, weil die Carbonfolie war keine richtige teure Carbonfolie und ist hier oben immer hochgegangen. Deswegen mussten wir es abfolieren. Dann haben wir uns gedacht, okay, nehmen wir Mikrofaserstoff, weil Mikrofaser sieht einfach cool aus und haben jetzt quasi das komplette Auto damit gemacht. Wir haben einmal die Leiste, das Handschuhfach. Und dann haben wir hier beim Tunnel weitergemacht und wir wollen später auch noch den kompletten mittleren Tunnel, wie heißt das denn? Ja, mittlerer Tunnel. Den mittleren Tunnel auch noch mit Mikrofaserstoff bestücken, damit es halt ja auch harmoniert hier. Weil dann haben wir hier Mikrofaser, Alcantara, Wildleder ein auf. Hier haben wir normales Leder und ja, ach hier, die Ringe, die haben wir auch noch schwarz lackiert. Und die Griffe, die wurden auch noch schwarz lackiert. Stimmt, die haben wir ganz unter Firma schon wieder vergessen. Genau, genau. Was haben wir noch gemacht? Ach, aber Alcantara finde ich persönlich schöner. Ja, es sieht besser aus, das stimmt. Ach so, die A-Säulen. Die A-Säulen, genau. Nee, A-Säulen. Alles A-Säulen, genau. A-Säulen haben wir foliert in Mikrofaser. Und die Ambientebeleuchtung, die können wir euch jetzt hier nicht zeigen. Vielleicht sieht man sie. Meinst du? Nein, nein. Ja, ich glaube, doch, da ist sie. Ein bisschen sieht man es. Ja, jetzt knallt da die Sonne drauf. Ja, also, ich blende euch jetzt mal ein Video ein, wie das im Dunkeln aussieht. Aber wieso machen wir das ganze Video heute? Und zwar geht es eigentlich um die Felgen. Weil die Felgen, die sind jetzt noch die originalen Felgen vom Ford Mustang. Nein, das sind keine originalen Felgen. Das sind schon Zubehörfelgen von Original von Ford. Zubehör von Original von Ford? Ich dachte, das ist einfach so ein Sondermodellfelgen. Ja, aber ist Zubehör Original von Ford. Okay, krass. Auf jeden Fall wollen wir jetzt neue Felgen verbauen. Und so schauen die aus. Das sind die neuen Felgen. Schöne 19 Zoll Barracuda Felgen. Sind echt leicht und ja, was sagt ihr dazu? War natürlich nur ein Scherz, das sind die neuen Felgen, das sind 20 Zoll Barracuda Inferno in Titan, Silber, was ist das? Silber. Und hinten sind es 10,5, vorne sind es 8,5, alles mit 255er Reifen. Hier ist einmal ein Vergleich zu 10,5 und 8,5. Das sind ja beides die gleichen Reifen, also die gleichen Reifendimensionen. Aber vorne sieht man halt, dass die deutlich schmaler sind als hinten, weil hinten ist einfach viel mehr gestretched. Und das sind schon quasi 285er und keine 255er mehr. Auch den großen Unterschied zu den Barracuda-Muttern und den originalen Muttern. Die originalen passen gar nicht rein und die Barracuda sind etwas kleiner gestaltet, damit die in die Felge reingehen. Jetzt haben wir nicht aufgepasst und die Laufrichtung von den vorderen Felgen vertauscht. Die rechte muss nach links und die linke muss nach rechts. Also alles nochmal neu. So, die Felgen sind jetzt montiert.
Kommentare, wie ihr die findet. Und ja, wir wissen, das Auto ist noch hoch wie ein Bus. Der muss viel, viel tiefer. Das kommt aber auch noch. Wir haben auch schon alles bestellt. Ist leider noch nicht angekommen, sonst hätten wir sofort erst das Fahrwerk oder die Federn gemacht, die Tieferlegung, dann die Felgen. Und eventuell kommen hier noch ein paar Spurplatten drauf, weil vorne ist es halt noch nicht bis zum Maximum ausgereizt. Hinten sieht das Ganze schon ziemlich fett aus, bis auf das Loch hier. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Ist zu vermieten bis nächste Woche, dann kommen hoffentlich neuen Federn an. Aber ja. So Leute, das war's auch schon für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne auf den Abo-Button, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal.